doch einfach mal durch. Ich werde dann noch mal gucken, irgendwie, ob ich auch ein Flugzeug wegschieben kann. Jetzt werden wir wieder sagen, oh, jetzt fährt er wieder völlig krumm und schief und oh Gott, kein Respekt vor allen Dingens. Verkehrsregeln, ich kenne das Wort schon nicht mehr richtig. Aber ich muss hier erstmal zurechtkommen. Ne? Erstmal ein bisschen Zaunkontrolle machen, bevor ich anfange, mich an die Verkehrsregeln zu halten. Wir sind immerhin Anwärter. Ich glaube, ich bin völlig in die falsche Richtung gefahren. Ach, guck mal einer Schau, da sieht man Flugzeuge. Ja, ich mach das nicht. Das ist bestimmt wieder... Ah, guck da... Da ist eine Dings. Bums. So. Wo ist denn hier mal ein Zaun? Uah. So, das kam von oben. Einsatzbefehl für Florian 1. Aus der Haupthalle des Personenterminals wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Dann mal los mit euch. Geh los! Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Blieb mir was anderes übrig? So. Wir fahren schon mit 60 km/h. Kann man nicht... Gibt es hier einen Turbo-Boost oder so? Kit? Ich bin natürlich wieder total bescheuert woanders gewesen, wie mir das auch im ersten Teil schon immer passiert ist. So, jetzt nicht nochmal sagen, hier mit... an die Verkehrsregeln halten, ne? Ich habe Einsatz. Bleibende Zeit, 2 Minuten. Ich drücke mal Minus. Ach du je. So. Ich mach Sirene an. So. Jetzt habe ich fast einen Tanklaster gerammt. Was ist das da? Eieiei. So. Was? Ja. Tja. Ich steig mal aus. Ja, ja, ist gut. Ich suche den Eingang. Feuerwehrmann Ralf sucht den Eingang. Ja, die Feuerwehr ist doch schon da. Jetzt mach mal keine Hektik hier. Alles mal ganz locker. Ein Flugzeug. Wo geht denn das hier rein? Man muss tatsächlich in das Terminal? Hat jemand von euch einen Eingang gesehen? Ich springe gleich durchs Fenster. Hm. Hä? Irgendwie glaube ich, ist es nicht korrekt, was ich hier tue. Ich will da rein! Vielleicht können wir das Fenster einsprühen. Ja, ich komme, ja. Sag mal. Tja, ich steige nochmal wieder ins Auto, weil irgendwie... Mir ist gerade schleierhaft, wie man da reinkommt. Wir fahren einfach nochmal eine Runde rum. Vielleicht können wir auch einfach reinspringen, wie Kit. Hier geht's rein. Ich bin schon da. So, kann losgehen.
Das ist eine Premiere. Wir sind im Flughafen drin. Macht Platz. Ich wäre mit dem Auto lieber reingefahren, aber geht nicht. So. Ja. Platz da. Tatü, tata. Steht Ausgang dran. Ah, nein. Entschuldigung, ich muss da mal durch. So, und was würden die jetzt machen, wenn ich... Egal. Da hinten brennt es. Da hat bestimmt einer einen Koffer mit... Oh, Entschuldigung, Jungfrau. Ist richtig was los, das muss man ja mal sagen. Ja, ja. Mhm. Da rennt der Kapitän weg. Ach du meine Güte. Jetzt ist das Feuer schon wahnsinnig gut ausgebreitet. Da hat wieder irgend so ein... Wieso ist das eigentlich ein Raucherflughafen? Kann ich das mal... Bitte melde den Einsatz jetzt ab. Ah, jetzt ist doch das Licht wieder angegangen hier. Wir haben es auch geschafft. 21 Uhr. Wir haben... Kann man ja mit dem Fahrstuhl fahren? Tatsächlich. Sehr lustig. Y-Tours. Kennt das noch jemand? Y-Tours, Bundeswehr. Wir nutzen einfach die Zeit und gucken uns mal hier ein bisschen ganz kurz nochmal hier den... Oh, ich dachte, die hat nichts an. Wir kaufen uns jetzt einfach mal ein Ticket nach Timbuktu. Entschuldigung. Hm? Naja. Ist auch hier ja schon... Ich bin ja auch schon im Check-in drin. Das ist ja auch totaler Quatsch, was ich hier mache. Das Ticket muss ich ja draußen kaufen. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. Wir sind gar nicht zur Zaunkontrolle gekommen. Entschuldigen Sie, da hinten ist ein Fitnesscenter. Da können Sie auch mal hin. So. Darf ich mal bitte durch? Darf ich durch? Danke. Ich wusste nicht, jemand, der konnte... Das wird ja gar nicht kontrolliert hier. Also, mein Gott. Das geht ja gar nicht. So. Entschuldigung, hier hat einer sein Gepäck stehen lassen. Könnte das mir jemand durchrufen? Hier stehen überall ohne... Naja, wir sollten jetzt lieber zurückkehren. Es ist ja schon... Wir sollten ja... Oh mein Gott. Die Schichtlänge ist ein bisschen kurz eingestellt, muss ich glaube ich sagen. Was ist das denn für ein Geräusch? Ach so, das ist die... Ach, jetzt verstehe ich. Kit, holst du mich ab kurz? Minuten haben wir schon fast rum. Junge, Junge. Stunde werde ich machen, dann mache ich am Wochenende weiter. So, das einmal nach da. Genug Sprit und Co. hat der noch. Oh. Florian 1. Achso, ich mache mal hier aus. Wer hat das Licht ausgemacht? Oder hatte ich gar keins an? Jetzt muss ich bloß wieder die Dings finden. Ui, 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 ui. Oh. Oh. Weg. Hier komm ich. Wo ist denn die Feuerwache jetzt wieder? Oh Mann. Weiß jemand, wo die Feuerwache war? Florian 1 hat sich verlaufen. Verfahren. Verlaufen. Ah, da. Ah, Müll, Müll. Florian 1. Flughafen-Raudi.
Noch. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Ja, da wollte ich auch gerade hin. Ja, da war ich war ja gerade unterwegs. Ist ja gut. Florian 1 verstanden. Florian 1, Smeech. Da war Rauchentwicklung. Das waren allerdings meine Reifen. Das finde ich lustig. Wo ist denn hier? Entschuldigung. Brennt jetzt die Feuerwehr? Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ah, das ist, ich muss das versuchen umzustellen. Sieht hier irgendjemand Rauch? Naja. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal zu Fuß. Und zwar muss das ja in dieser Richtung sein. Ich sehe schon, ich bin wieder total plemplem. Ich hätte mit dem Auto fahren sollen. Man sieht tatsächlich, unser Herzchen da oben wird weniger. Oh, ich Depp. Ja, es wird hell. Wir haben vergessen, Feierabend zu machen. Aber das macht ja nichts. Ich komme, ich komme. Yeah. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Florian, Fahrzeug ist woanders. Florian macht jetzt Feierabend. Florian muss erstmal zu seinem Auto laufen, weil Florian eine Depp das Ding nämlich 3 Kilometer wegstehen lassen. Mit einem Feuer... Keine Entschuldigung, können Sie mich nehmen? Nein. Damit sich gerade... Naja. So. Da hinten steht mein Auto. Es ist 6.51 Uhr. Um 8 Uhr ist Schichtbeginn. Das reicht, um sich nochmal aufs Ohr zu hauen. Feuerlöscher weg. Wir bringen das Auto weg. Ich mach das nicht mehr sauber. Und wehe, du kommst mir jetzt wieder mit dem Einsatz hier. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Oh Gott. Wie kommt man... Wer hat denn... Oh, mir wird schlecht. Die sind echt... Also... Uiuiuiui. Oh, so erstmal. Egal. Ich mach Tür auf. Und dann geht's rein. Und dann geht's ins Bett. Achso, ich kann mal hier Blaulicht ausmachen. Ja, ja, ich weiß. Ich werde versuchen, in späteren Let's Plays... Ich hab's Licht angelassen. Ich weiß, ich hab's Licht angelassen. Aber ich muss ins Bett. Ich muss ausstempeln. Ausstempeln ging da unten, oder? Stechuhr hier. Hallo, Odo. G. F. Zaunkontrolle unvollständig. Ja, ich kam ja nicht dazu. Was soll ich denn machen? Deine Schicht ist zu Ende. Obwohl du für die Zaunkontrolle gewartet hast, wurde deine Beschädigung des Towns gemeldet. Ja, ist ja gut. Puh. Du benötigst 58 Punkte, in den nächsten Rang aufzusteigen. Das nächste Mal lasse ich das mit dem hinfahren. Dann gucke ich euren scheiß Zaun nämlich an. So. Ich speichere jetzt. Sorgat LP Saf. Na! Ja, ich möchte. Mal nochmal. Ich lese speichern. Möchte sie nur beschreiben? Ja. Weiter. Der Beenden-Knopf auf dem anderen Dings ist meiner Meinung nach nicht gut. So, ich glaube, eine Schicht geht noch. Dann mache ich Päuschen. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen schlafen oder so. Der Vorteil übrigens am neuen Fraps ist, er bricht nicht mehr nach 4 GB um.
was, wie wir alle noch in Erinnerung haben, bei mir in einem Lag endete. Tötte, tötte. Vielleicht rede ich auch einfach noch mal ein bisschen hier rüber. Genau, wir machen das einfach so. Die nächste Schicht machen wir in der nächsten Folge. Guten Morgen. Ich musste mich gleich noch entschuldigen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Wir hören erstmal zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Nachdem du den Feuerlöscher für den Füllstand und das Fahrzeug auf deiner Kontrolle geprüft hast, bist du heute auch für unsere Lieblingsbeschäftigung, die Zaunkontrolle, zuständig. Dazu muss der gesamte Geländezaun abgefahren und auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Findest du beschädigte Stellen, so meldest du deine aktuelle Position per Funk an den Leitstand. Ja, ist ja gut. Vom Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ich bin fast nirgendwo gegengefahren. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Ja, ist ja gut. Lass mich durch. Fazit bisher. Es hat sich einiges verändert, muss man sagen. Die Autos, ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Man kann nur die Mausempfindlichkeit einstellen. Ich muss jetzt nachher mal den Options nachgucken. Die Fahrzeuge reagieren sehr empfindlich. Also man muss nur leicht klicken und schon sieht man das ja hier. So, kann mir jetzt mal jemand sagen, wo der nächste Zaun ist? Ich will jetzt ein Loch finden. Spielen wir vorher, wenn man Zahnarzt. Nee, was ich jetzt sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Weg, hau ab. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug 3. Die Grafik fand ich ja beim letzten Mal schon sehr interessant. Wenn ich hier bestimmt noch ein bisschen rumspielen kann mit den Einstellungen. Ich habe das jetzt einfach mal auf Mittel gestellt, soweit es ging. Ja. Gameplay muss ich sehen. Ist jetzt ja erstmal gerade der Anfang. Sag mal, ist hier irgendwo ein Zaun oder was? Wie soll ich denn eine Zaunkontrolle machen, wenn ich keinen Zaun finde? Das Problem ist, die Schicht ist ja zu Ende, bis ich bei einem Zaun angekommen bin. Ich sehe da hinten einen Zaun. Da, Zaun. Zaun? Zaun? In Wald? So. Jetzt fahren wir das Ding hier ab. Ja. Ich mache jetzt doch noch eine Schicht. So ist es nicht. Gut finde ich, dass hier jetzt auch eine Sprachausgabe da ist, dass auch das Ganze ein bisschen belebter ist. Wir haben ja im ersten Teil ein bisschen... Ja, wir waren da ja mehr... Was war das? Wir waren ja mehr... Hä? Hier blitzt ein Baum. Muss das so? Ach so, das sind Luft... Ah, jetzt verstehe ich. Flare-Effekte. Ich muss die Grafik höher stellen. Jetzt habe ich mich wieder selbst um den... hier ist doch bestimmt ein Riss. Nein. Man weiß es nicht. Ja. Ach so, man hat sich ja im ersten Teil recht alleine gefühlt hier. Und das ist jetzt so... Ich fand es gut, dass wir in das Terminal rein konnten. Das fand ich sehr interessant. Das ist auch mal ein bisschen was anders als hier. Immer nur Zaunkontrolle machen zum Beispiel. Achso, das machen wir auch so. Ich glaube, ich habe im ersten Teil schon nie ein Loch richtig gefunden, oder? Schubidubidu, 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 schubidubidu. Wir sind ein Feuerwehrmann auf Zaunkontrolle. Ich mache ja gleich selber ein Loch rein, geht das? Punkt.
Nein. Ja, also es hat sich einiges doch verändert. Der Flughafen ist ja wohl noch der... Pass ich da durch? Nee. Geht doch. So, Zaunkontrolle... ja. So, so, was war denn jetzt wieder dieser Rücksetzen-Knopf? Ja, dann unterhalten wir uns auch noch ein bisschen, bis ich in dem Handbuch nachgeguckt habe, was der Rücksetzen-Knopf ist. Ich bin schon wieder...